Ist das ein Stoff, der die Wirklichkeit in der DDR, so ein Alltagsgeschehen widerspiegelt? Ja, absolut. Darum hat es mich ja gereizt. Natürlich war dann die sogenannte Abnahme, also die staatliche Abnahme, die es ja dann immer gab. Diese Filme gingen ja immer durch die Zensur. Das war natürlich ein Problem und da gab es auch eine Menge Auflagen. Aber wir hatten ungeheures Glück, dass dieser Film durchgegangen ist, dass dieser Film dann zur Berlinale eingeladen wurde, dass der Film dahin ging und dass man mich mitnahm. Ich war 24 Jahre alleinstehend. Also das Ganze war schon ein kleines Wunder. Danach wurden diese Filme, diese Art von Filmen auch, die kamen gar nicht bis zur Buchentwicklung. Also das ging danach überhaupt nicht mehr. Und dann noch den Silbernen Bären dafür. Das war, glaube ich, einer zu viel. Weil danach wurde ich erst mal so 2 Jahre auf Eis gelegt. Was ich gar nicht richtig mitbekam, weil ich am Theater war. Das kriegte man ja so in der DDR gar nicht richtig mit. Ich kriegte von Stund an keine Film-, Fernseh-, Synchron-, alles. Also es war vorbei. Ich war fest am Theater, also es war nicht so das Problem. Aber nach einem Jahr wurde ich schon kribbelig und dachte, jetzt hast du eine Gagenerhöhung, jetzt hast du diesen tollen Preis und keine Arbeit mehr. Und das habe ich dann später erfahren durch meine Stasi-Akten, die ich geguckt habe. Was haben Sie da erfahren aus der Akte? Ja, dass sie mich einfach, was stand drin, sinngemäß zurück auf den Teppich bringen wollten. Ich war nie abgehoben, ich bin da nie irgendwie geschwebt. Also selbst nach den Erfolgen wie mit Lenin oder so, passiert bei mir eigentlich das Gegenteil, dass ich mich dann eher zurückziehe. Was sicherlich auch nicht gut ist, aber das gehört irgendwie zu mir. Aber mit Bürgschaft, das war eine wahnsinnige Freude und ich bin da im Glückstaumel umhergerannt. Und es durfte in der DDR, es durften keine Stars geben. Das Wort durfte es ja gar nicht geben. Also wir durften ja Star überhaupt nicht aussprechen. Und da wollte man mich zurückholen, runterholen sozusagen, hat mir 2 Jahre keine Angebote mehr gemacht und dann ging es auf die Stunde genau nach 2 Jahren weiter. Und dann war mir klar, dass da irgendwas nicht in Ordnung war. Und nach der Wende habe ich es natürlich dann auch gelesen, dass man jetzt erstmal so machen muss. Und glauben Sie, dass es auch ein bisschen an dem Stoff lag? Weil ich war auch so ein bisschen erstaunt, als ich den Film gesehen habe, weil ich dachte, ich hatte immer so gelesen, dass die Filme eher nicht so viel mit der Wirklichkeit zu tun haben wollten. Und das schien mir halt auch sehr wirklichkeitsnah. War das auch so ein bisschen gefährlich vielleicht? Das war für die Schauspieler nicht gefährlich. Dann hätte man dem Regisseur nichts mehr gegeben. Für die Schauspieler ist es ja, dass man so eine Rollen annimmt, ist ja normal. Das war es nicht. Ich habe ja mein allererster Film, da war ich ja nur wirklich, kann man sagen, kacknaiv mit 21, bis dass der Tod euch scheidet. Das war ein Film, der gar nicht kommen sollte. Da waren Auflagen. Dann war die Schauspielerin zu alt nach 2 Jahren. Dann wurde ich das, war natürlich mein großes Glück. Auch das war ein Film, wo man Heiner Caro dann gesagt hat, wir wissen nicht ganz genau, ob der je den ersten Drehtag erleben wird. Der ist auch irgendwie durchgekommen. Ich hatte da wirklich ein Riesenglück. Nee, für die Schauspieler hatte das so keine Folgen, eher für die Regisseure. Das hatte einzig und allein mit diesem Preis zu tun. Denn man hat mich ja dann überall mit hingenommen. Ich war dann, ich weiß gar nicht genau, Reisekader, glaube ich. Durfte privat nicht reisen. Ich habe dann irgendwann mal den Antrag gestellt, das ging nicht. Aber ich bin dann mit einem Regisseur zu einem Festival nach Amsterdam gefahren, 3 Tage, bin nochmal nach West-Berlin, bin nach Kuba mitgefahren, habe das alles irgendwie in 2, 3 Tagen immer sozusagen im Rausch erlebt. Man hat mich dann schon als Aushängeschild benutzt. Und trotzdem gleichzeitig sollte ich eine rüberkriegen. Weil es war kein Preis in Karlovy Vary oder in Moskau, es war beim Klassenfeind. Und das wurde mir auch deutlich gezeigt. Hat man Sie denn ein bisschen gefeiert zumindest, weil es ja schon ein Erfolg natürlich, wenn eine Schauspielerin aus dem eigenen Land so einen doch bedeutenden Preis gewinnt? Ich kann mich nur noch erinnern, als ich von der Bühne kam, stand unser Filmminister und der Direktor des DEFA-Studios. Die standen unten mit so einem kleinen Veilchensträußchen unten. Völlig verbissen, herzlichen Glückwunsch. Und man sagte mir dann vor dieser obligatorischen Feier, die man dann ja macht, da im Schweizer Hof. Katrin, es tut uns sehr leid, aber Peter Sodann aus Halle hat angerufen und du hast morgen früh Proben. Also Feier heute Abend geht gar nicht mehr. Die haben mir dann meinen Bären in die Hand gegeben und haben mir gesagt, ich soll aufs Zimmer gehen, die Koffer packen und doch nach Halle fahren. Das heißt, also ich sollte die Nacht mit dem Bären und dem Koffer mit der S-Bahn nach Ost-Berlin und nachts irgendwie mit dem Zug dann
nach Halle fahren, weil ich angeblich nächsten Tag Probe habe. Ich kannte Peter Sodann sehr gut. Das kann nicht von ihm gekommen sein. Und dann, ja, wollte ich meine Sachen packen und los. Und da hat sich die Truppe Gott sei Dank stark gemacht. Also der Regisseur, die Autorin und Dramaturgin haben gesagt, dann reisen wir alle ab. Also wenn die jetzt hier nicht bleiben darf, dann fahren wir alle ab. Und da war das Zimmer dann abgemeldet, das war irgendwie alles schon geklärt. Und ich schlief dann bei der Autorin, die gesagt, ich habe ein großes Zimmer, da stehen zwei Betten drin, ist nicht das Problem, die kann also bei mir schlafen. Und so durfte ich bleiben.